Sir, ich bin ein Skeptiker, Sir. Sie haben darüber gesprochen, dass wir unsere Kompetenz verbessern sollen. Wie beginnt man also diesen Prozess? IIT ist ein Anfang. Also, worüber bist du skeptisch? Du glaubst nicht, dass Kompetenz in dieser Welt funktionieren wird, nicht wahr? Korruption ist auch eine Art von Kompetenz. Das sollte ein Witz sein. Okay, das soll ein Witz sein. Nun also, wie verbessere ich meine Kompetenz? Schau, nehmen wir an, du möchtest auf dem Platz laufen. Angenommen, du möchtest ein Rennen laufen und du möchtest 100 Meter laufen. Es ist nicht das Laufen, woran du jetzt gerade arbeiten musst. Du musst an deinen Beinen, Lungen, Muskeln und allem arbeiten. Ist es nicht so? Wenn du also ein großartiger Ingenieur werden willst, ja, definitiv ist ein Institut wie dieses auf einer bestimmten Ebene entscheidend. Aber eine beliebige Anzahl von Leuten mag hierher gekommen und gegangen sein. Nicht alle von ihnen wurden großartige Ingenieure. Obwohl sie hunderte von großen Ingenieuren hervorgebracht haben mögen, werden nicht alle von ihnen es werden, einfach aufgrund ihrer individuellen Einstellung und Kompetenz und was auch immer, nicht wahr? Also, was auch immer das Institut für dich tun kann, das tut es. Eine wichtige Sache, die du tun musst, ist, deine eigenen körperlichen und mentalen Fähigkeiten zu verbessern. Denn wenn du ein guter Ingenieur sein willst, benötigst du ein funktionierendes Gehirn. Allein einen Abschluss als Ingenieur zu haben könnte ein Pass für einen Job sein, aber es ist kein Pass für den Erfolg, nicht wahr? Also ein funktionierendes Gehirn zu haben, das der Ingenieurgrad nicht einfrieren wird. Normalerweise viele Abschlüsse, wenn Menschen Abschlüsse erwerben, frieren sie ihr Gehirn ein. Sie denken, sie sind jetzt fertig, damit es zu benutzen und jetzt können sie es für den Rest ihres Lebens ruhen lassen. Es ist nicht so. Dies dient nur dazu, deine Fähigkeiten zu verbessern. Dies ist nur eine organisierte Bemühung. Eine Schule, ein College, ein Institut ist nur eine organisierte Bemühung in diese Richtung. Denn jeder Einzelne kann es nicht für sich selbst schaffen, deswegen eine Institution. Ansonsten hat eine Institution keinen anderen Zweck. Es ist hier, um einfach die Möglichkeit zu organisieren, dass du danach strebst, von einer bestimmten Kompetenz zu sein. Aber das ist eine Massenanwendung. Aber als Individuum ist dein wichtigstes Anliegen, dass du als Mensch, dass du auf deinem höchsten Niveau funktionierst. Wenn das geschehen soll, gibt es andere Dimensionen, die man ergründen muss. Obwohl leider diese Wissenschaften und Technologien für das innere Wohlbefinden seit Jahrtausenden die tragenden Säulen dieser Kultur waren, verlieren wir sie heute weitgehend aus verschiedenen Gründen. Weil wir jemand anderes nachahmen wollen. Wir wollen unseren Großvater Topiwala nicht mehr nachahmen. Wir wollen den Hutverkäufer aus einem anderen Land nachahmen. Dadurch verlieren wir diese Dinge, aber das sollten wir nicht. Wir müssen es wieder in unser Leben zurückbringen. Das ist sehr wohl ein Teil der Art und Weise, wie die Kultur selbst strukturiert ist, dass es um den Menschen geht. Schau, das ist die einzige Kultur, die davon spricht, worüber sich selbst ein Ungebildeter in dieser Kultur bewusst ist, dass du dich tatsächlich zu einer anderen Dimension der Existenz hin entwickeln kannst. Selbst wenn ich in ein Dorf gehe und mit einem ungebildeten Bauern spreche, der nichts gelesen hat, der nichts weiß, der nichts von diesem Zeug gehört hat, selbst wenn ich zu ihm gehe, er wird mich nicht fragen, gib mir ein goldenes Pferd oder so, er wird sagen, Inakumukti Venum Swami. Er sagt, er will die ultimative Befreiung. Wo hat dieser Kerl das her? Nirgendwo sonst auf diesem Planeten ist dies möglich. Nirgendwo sonst auf diesem Planeten ist es möglich, dass ein ungebildeter Mensch denkt, dass er seine gegenwärtige Dimension der Existenz durchbrechen und an einen anderen Ort gehen kann, egal was dieser Ort ist. Dies wurde also in unsere Kultur so tief hineingezüchtet, dass wir es nicht verlieren sollten. Es war nicht nur die Idee, es gibt Technologien, um frei zu werden. Wenn du frei vom Prozess deines Körpers und dem Prozess deines Geistes wärst, wenn du außerhalb davon sitzen und ihn bearbeiten könntest, du würdest ihn brillant bearbeiten, verstehst du? Du könntest diesen Körper und diesen Geist nur dann benutzen, wenn du ihn nicht als mich selbst behandeln würdest.
Dies sind mächtige Instrumente in deinem Leben. Diese Instrumente können so eingesetzt werden, wie du es möchtest, nur wenn du einen äußeren Zugang dazu hast. Im Moment bist du ein phänomenaler Computer, aber du weißt nicht, wo die Tastatur ist. Wenn du nicht denken kannst, kratzt du an dieser Stelle, da ist sie nicht. Siehst du Menschen, wenn sie nicht denken können, sie denken heftig nach, sie kratzen hier? So funktioniert das nicht. Es gibt angemessene Schritte, die man unternehmen kann. Es könnte hier angeboten werden, wenn alle dazu bereit sind.